Hey, was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush Perfect hin zurück bei Let's Play Hyrule Warriors 2 Zeit der Verheerung. Es geht weiter mit weiteren Nebenherausforderungen. Dieses Mal gehen wir auf Moldora-Jagd. Und ja, wieder mal bei einer Mission, die einen höheren Level hat als ein. Also einen höheren empfohlenen Level hat, als wir eigentlich haben, aber das kriegen wir schon auf die Reihe. Ja, weiter mit dem Master Sword und... Aber wenn wir schon auf Moldora-Jagd gehen, obwohl haben wir eigentlich schon die kompletten... Ja, wir haben den kompletten Wüstenbeinschutz. Ja, dann passt das hier so perfekt wie die Faust aufs Auge, ey. Und ja, nehmen wir auch mal das Königsschwert, weil das habe ich nämlich auch... Da habe ich nämlich noch eine weitere verrostete Waffe bekommen und daraus ist nämlich dieses herrliche Königsschwert entstanden. Nehmen wir das doch gleich, wenn wir schon dabei sind. Das Master Sword müssen wir halt noch, ich meine, das ist so cool, das Master Sword auch ist, das müssen wir auch erstmals noch verstärken. Aber fürs Erste nehmen wir mal das Königsschwert her. So. Also innerhalb eines Zeitlimits heißt es jetzt Moldora, einen Moldora besiegen, ja. Kein Problem, das kriegen wir schon hin, weil... Wir haben eigentlich auch den Kampf gegen Moldora meiden müssen, aber das haben wir wirklich sehr, sehr leicht besiegen können. Bei der Hauptstory. So, einfach nur warten, bis dass er auftaucht. Und, ja. Oh nein, einfrieren, warum? Oh shit. Warum muss er mit so was anderem kommen? Ich dachte, ich müsste ihn mit einer Bombe erwischen. Okay. Diesmal... Ja, okay. Jetzt diesmal weiß ich, was ich wirklich einsetzen soll gegen ihn. Ja, dieses Mal habe ich die richtige Strategie gegen ihn. Er wiederholte eh seinen Angriff, er meistens immer. Oh. Oder auch, was? Bombe, oder? Ja, dieses Mal ist eine Bombe angesagt. So. Zack. Aufpassen. Okay. Was verlangt er wieder? Nochmal Bomben? Ja. Nochmal Bomben. Also es wechselt sich dieses Mal ab hier. Komm schon, mein Kleiner. Steht noch nicht so blöd da. Uff! Shit. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Na komm jetzt. Oh, was? Der hat wirklich seine Strategie oder was? Okay, jetzt kommt wieder Eiszeit, ne? Ach, das war wirklich blöd von mir, da einfach hineinzufliegen. Ja, shit. Das wird nicht reichen, was ich da... Ja, doch, ich komm noch... Ich komm mir noch einmal heim dazwischen. So, was jetzt? Oh. Ja, wieder Bomben. Shit. Ich glaube, ich habe vielleicht auch ein bisschen zu viel Zeit vergeudet dabei. Shit, und es muss noch so ein Schlag sein, sonst schaffe ich es nicht. Und ich glaube nicht, dass ich das unter einer Minute noch hinbekommen kann hier. Na toll, ich werde das verkacken hier.
Ach je. Das wird so nichts. Wir haben es gleich. Die Zeit ist gleich abgelaufen. Na komm jetzt. Ja. Wird eh, bringt eh nichts. Bringt eh nichts. Shit, dass ich nur so wenig Zeit habe hier. Habe ich die Situation wieder unterschätzt. Ein bisschen unterschätzt hier. Na komm jetzt. Ja. Eis. So, diesmal fliege ich nicht auf ihn zu dabei. So. So geht das. Okay, soweit so gut. Immerhin hat sich auch das Nahrungsmittel wieder zurückgesetzt. So. Solange ich einfach mich nur konzentriere hier. Ach, scheiße. Das hätte schneller laufen, ablaufen können hier. Kann ich es auch schneller machen. Und jetzt hier, Schmetterangriff, Allee! Sehr schön. Oh, das war ein heftiger Schlag. So, come on. Ja, Nein, ich Idiot! Oh, ich habe noch eine Chance. Ich habe eigentlich hier gut das Schild dezimiert. Ja, die Hälfte der Zeit ist abgelaufen, aber ich habe auch schon die Hälfte KP abgezogen dieses Mal. Also es müsste deutlich besser laufen jetzt. Okay. Kommt wieder die Eisangriff dran. Ja. Was? Der hat mir trotzdem Schaden dabei gemacht? Shit. Ah, shit. Hätte ich hier irgendwie mit dem Parasegel noch fliehen müssen, bevor auf mich zugerast gekommen wäre. Also bevor ich zugerast wäre. Okay, jetzt. Bombe, Allee. Schaffe ich das überhaupt noch hier, innerhalb einer Minute den letzten Schlag hinzuzufügen? Eieiei. Oh! Uff, gerade noch weggekommen. Shit. Das ist eigentlich ein cooler Angriff, muss ich sagen, aber... Oh, oh. Ja, so kann ich ihn schneller aus der Bahn werfen. Ah, shit! Nein, es geht sich nicht aus. Scheiße. Hä? Wie soll ich denn das noch schneller schaffen? Einmal versuche ich es noch. Ah.
war wirklich dumm. Und ich sollte den auch vielleicht mal markieren. Wie wär's damit? Er zieht auch wirklich einen Haufen Nerzen ab hier. So, aufpassen. Na, weiter. Na komm schon. Okay, Eisangriff. So. Volle Pulle. Okay, ich glaube, wenn ich das jetzt so gleichzeitig auch noch mache, dann habe ich umso bessere Karten hier. So, und jetzt wieder Bombe! Ali! Ja, aber ich habe jetzt mehr als die Hälfte abgezogen hier. Da habe ich jetzt bessere Karten. Automatisch dadurch. Schon der Wirbelangriff geht richtig gut ab hier. Oh, vielleicht sollte ich mal den Angriff mehr öfters einsetzen. Oh. Eins, zwei. Ah, shit. Dann würde der nächste Schmetterangriff gleich ein K.O. bedeuten. Ich muss mich da nicht unbedingt auf Schmetterangriffe verlassen hier. Alleine. Ah, shit! Die Bombe daneben gehauen. So hätte ich es machen müssen. Oh, und gleich mit der Bombe. Perfekte Anspielung an Breath of the Wild. Uff. Doch ein intensiver Kampf, aber deutlich. Oh nein. Aber dafür haben wir einen besseren Speer. Die Ritterhallebarde gefällt mir da umso besser. Ja schön, was möchte ich denn jetzt verkaufen dafür? Knochenbockglanz ist aber krass hier. Davon habe ich denn jetzt hier zu viel. Ich würde sagen, tun wir hier die Moblanze weg. Und weitere treue Godashi. Und Bestandteile einer Moldora. Nice. Also eines Moldora. Eines oder einer? Ich glaube, der Moldora spricht man so aus. Ich bin mir gerade nicht sicher. Okay. Ja, ich weiß, es gibt noch einen weiteren Kampf für Link. Aber ich glaube, ich sollte vorher jetzt mal gucken bei der Schmiedegilde, dass ich jetzt mal wieder Waffen kombiniere für Link. Jetzt, wo sein Waffenplatz wieder voll ist hier. Das Master Sword mit anderen Schwertern zum Beispiel. Hier das Ritterschwert, das Soldatenschwert. Dafür habe ich jetzt genug Rubine. Na, doch lieber mit normalen Schwertern. Na? Ich hab wirklich, na gut, dann sollte ich vielleicht lieber... Warum hätte ich hier meine Retterhellebarde mit anderen Speeren kombinieren? Ich soll das mal sortieren hier.
So, ich glaube, jetzt passt es. Geht Hellebarde mit anderen Speeren. Ja, unter anderem. Das gibt einen stärkeren Boost. Sehr schön. Ja, so haben wir wieder deutlich mehr Platz. Und bei den zwei Händen, was würde ich am liebsten behalten? Die Meisteraxt wäre vielleicht das Beste. Die kann wenigstens auch schneiden. Ja, das ist auch mit dem Eisenhammer. Ja. Wird der Verkaufswert? Ja, auf alle Fälle. Oh, ich habe ja noch einen Platz. Ja, mit einer Axt. Eine Holzfäller-Axt. Ah, schon habe ich eine ordentliche Meister-Axt hier. Schade, dass es in Breath of the Wild nicht so eine Möglichkeit gab, hier Waffen zu verbessern. Echt schade. Das ist ein dickes Schwitt-Prototyp. Ich will es am liebsten gar nicht erst loswerden. Aus Master Sword möchte ich unbedingt verbessern können, irgendwie. Aber lassen wir das jetzt. Also jetzt hat er sie Kräuter-Kodashi ausrüstet. Die anderen haben jetzt nicht mehr so viele Waffen im Besitz, fällt mir gerade so auf. Hingegen schon. Krasse Kacke, Mondsäbel. Ja, nehmen wir auch gleich ein nehmen wir uns gleich das Mondsäbel her. Vale auch, sein Bogen kann auf jeden Fall, naja, noch nicht so ganz, da fehlt noch ein weiterer normaler Bogen hier, sagen wir es mal so, aber hier, ah, schade, ein paar Rubine geht sich das nicht aus, na gut, dann, mache ich halt noch weitere Nebenherausforderungen, damit ich dann die Waffen noch weiter kombinieren kann, gibt für Linker zum Beispiel noch eine weitere. Und da kann er jetzt mal seinen ich würde vorschlagen seine Ritterhellebarde um oder lieber die Meisteraxt. Könnte auch schon einen Ninja-Anzug tragen. Lass mal das mal. So, die Heilerrüstung an. Und los geht's. Da gibt's sogar noch einen Sternsplitter als Belohnung. Das ist cool. Aber das lasse ich mir auf jeden Fall auf keinen Fall entgehen hier, ne? Aber ich muss gucken, dass ich mit Link noch ein paar gute Schwerter bekomme, damit ich auch das Master Sword noch verbessern kann.
Bestimmt bekommt es, hätte es noch ein besseres Potenzial mit der Zeit, aber... Also, verbessert sich das noch mit der Zeit, aber... Komm. So, die Sora-Hauptmänner unterstützen hier. Aufpassen, dass ich dabei nicht hier... Nein, dass ich meine HP verbrauche. Ja, und wie kann ich denn wieder heilen? Shit. Ich verbrauche hier nur HP. Wie geht das nochmal? Ich weiß es gerade nicht mehr, scheiße. Ach, mit X alleine, glaube ich. Ja, mein Gott, und das war wieder zu spät, weil da hat mich natürlich vorher noch ein verdammter Xalfos vorher erwischen können. Warum setze ich eigentlich nicht den Blitzzauber ein? So. Oh, das hat sein Schild runtergesetzt. Zack, zack. Und bam! So, einer wurde schon mal gerettet. Ich glaube, mit dem kleinen Vieh kann er jetzt auch alleine aufräumen hier. Jetzt die anderen schnell unterstützen. Bevor sie besiegt werden. Oh shit, jetzt ist mal Schluss hier. Oh shit. Soldaten geht's nicht so gut. Na schön. Damit heilt er sich ja, oder? Oder verstärkt er sich damit nur praktisch? Blauer Moblin? Der hier? Alter! Richtig dringend Heilung hier. Oh, oh. Vielleicht sollte ich mal zur Abwechslung hier den Blitzstab einsetzen. Weil durch den habe ich ja auch eben erst einen Vorteil hier beim Regen. So, der wurde auch schon mal gerettet. Shit, ja, ich komme schon. Aus dem Weg, ihr Spackos. Au! Arsch! Geht alle bloß aus dem Weg hier. Ich wäre ein bisschen schneller. So, gleich sind wir da. Durchhalten! Oh, shit. Natürlich muss ein... Ja. Ich bin hier, um zu helfen. Uff! Gleich zwei von denen sind da.
Bam! Das ist schon mal echt cool gemacht hier. Okay, das reicht trotzdem. Und das wär's. Nice. Ja, verpieselt euch. Ah, geschafft. War schon recht intensiv, aber es ging. Hui. Eine weitere Ritterhallebade. Oh yeah, ein Sternsplitter. Ja, den werde ich mir für Rezepte aufheben, den werde ich wohl kaum verkaufen hier. So blöd muss ich sein, um das zu machen. Oh. Was ist das jetzt? Oh! Für Link und Zelda! Lass mal das jetzt. Ich will erstmal das, Combination machen. Jetzt, wo ich das nötige Geld dafür habe. So. Je besser, also je mehr ich verbessern kann, desto besser. So. Dann auch noch das Master Sword verbessern. Geht das überhaupt noch aus mit dem Geld? Ich könnte höchstens meine Meisterachse nochmal verbessern. Ich habe laufend Zweihänderwaffen, bis zum geht nicht mehr. Na schön. So schaffe ich auch Platz. Ja, machen wir zur Abwechslung noch eine Maron-Mission oder geht sich das überhaupt in den Part noch aus? Ist der irgendwie. So. 7% mehr Erfahrung. Alter, was für eine nervige Stimme der hat. So, rasselndes Wohlbefindens hat er ausgerüstet. Tja, dann mal los. Und Walking! Impa selbst? Das hätte ich nicht erwartet. Ich bin mal gespannt, ob Link auch mal als Boss vorkommt, also als Hauptgegner, sagen wir es mal so. Hm. Ah. Mit ZR kann ich tanzen und dadurch kann ich weitere Crocs zur Hilfe holen. Die Pferde weiterhin Kampf unterstützen. Das ist ja wirklich ein. Was denn? Hol ich da etwa Truhen raus jedes Mal? Was zum Teufel? Was hat denn der für ein Kampfstil? Es hat zum Beispiel auch Crocs geregnet. Was zum Teufel? Okay. Dann helft mir mal ein bisschen. Oh, oh, das gab schon Level Up. Nice. Aber ich muss irgendwie schneller die Gegner besiegen. Oh man. Oh, der Harry Hauptmann. Super.
Und die werden alles schnell besiegt, ey. Was zum Teufel? Ich habe hier keinen Überblick. Es regnet hier laufend Gegenstände. Ach, die Crocs bewerfen wir alle mit Gegenständen hier. Okay. Hat zwar Schaden genommen, aber dafür. Na komm, los, kommt alle hier auf einen Haufen. Das Zeitlimit ist aber wirklich großzügig, muss ich sagen. Dafür. Ja, das war's. Ich hab die 300 schon mal besiegt. So, jetzt heißt es Imper besiegen. Wo ist sie denn? Da. Na komm. Mein Gott, Maron ist auch wirklich ganz schön groß. Dadurch ist die Übersicht ein bisschen schwierig. Wenn man gegen kleinere Gegner wie Imper kämpft. Oh. Oh man. Ich weiß eigentlich nicht, was ich von denen halten soll. Gleichzeitig nervig, aber auch irgendwie lustig. Maho, no. Ja, nice. Das hat man auch geschafft. Und es gibt Croc-Samen auch noch als Belohnung? Als ob! Okay. Das hätte ich nicht erwartet. Wo ist er denn? Ach, hier. Ach, das ist für Maruno und Zelda? Ich dachte, Link und Zelda müssen das machen. Hä? Hat sich das geändert oder habe ich mich jetzt total vertan? Na egal, das machen wir halt dann im nächsten Part. Und ja, wie immer gilt, wenn es gefallen wurde, diese Bestimmung ist eins. Thumbs up und Kommentar nicht vergessen. Und dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt da rein. Euer Crush wurde wirklich hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Hyrule Warriors 2 Zeit der Verheerung. Also auf Wiedersehen und Tschüsschen, Leutchen!